Hi und willkommen zu einer weiteren Runde von Minecraft Devo. Heute ist übrigens ein besonderer Tag, denn dies ist die letzte, in Anführungszeichen, traditionell produzierte Folge. Naja, wie dem auch sei. Ich habe da etwas vorbereitet, nämlich, zack, tada, eine neue Lampe. Oder überhaupt Lampen. Ich habe mich nämlich mit der neuen Dekorationsmod beschäftigt. Nämlich, na, jedenfalls mit Furniture. Ich hoffe, das spricht man so richtig aus. Und ja, ich möchte auf jeden Fall die altertümlichen Fackeln ersetzen. Zack. Weil die haben mir, wenn man sie in die Hand nimmt, mit Global Lights ein bisschen zu sehr geleckt. Na denn. Da war noch was. Zack. Und auf jeden Fall hauen wir erstmal in der heutigen Folge etwas von architektonischen Meisterleistungen raus. Oder auch nicht. Naja. Okay. Unter der 1.8 funktioniert das ja noch. Ja. Also. Dass nämlich gezeigt wird, wo Monsters bauen können. Ich habe hier jedenfalls schon mal im Offline-Modus etwas vorbereitet. Das auch. Offline habe ich auf jeden Fall was vorbereitet, wo ich hier über diese ganzen Lampen hinhauen kann. Und ja. Und für diese Lampen benötige ich ein Glowstone, ein Obsidian und jeweils 5 drum verteilte Wolleblöcke. Farbe ist egal, es kommt ohnehin nur weiß raus. Und ich finde, so auf teilweise modern gemacht, sieht das Haus recht gut aus. Okay, ich nehme mal an, ich werde wahrscheinlich in Zukunft, auf jeden Fall muss ich das Rauminnere noch ordentlich verbessern. Vermutlich mit anderen Materialien. Ich bin ja noch am Überlegen, was soll ich anders machen? Soll ich die Wände und den Boden und die Decke? Oh, was grunzt er denn noch schon wieder? Ich überlege ja die ganze Zeit, ob ich hier den ganzen Bruchstein austausche gegen, keine Ahnung, gegen Steinziegel. Steinziegel und danach alles mit Teppich. Teppichmod. So viel dazu. Na denn. Ach ja, was ich sagen wollte. Obwohl, habe ich das nicht schon? Ah, ich habe mein ganz mieses Gedächtnis. Naja, jedenfalls dies ist die letzte traditionell produzierte Devo-Folge, denn ich möchte nämlich in den nächsten Videos... In den nächsten Videos möchte ich meine Aufnahme von meinem Ton noch etwas verändern und hoffentlich verbessern. Und ja, mal sehen, was für ein Ergebnis dabei rauskommt. Naja. Okay, soweit so gut. Das hätten wir dann. Es sieht auf jeden Fall alles ein wenig stimmiger aus, wenn ich hier das hier alles, diese Fackeln durch Lampen ersetze. Die irgendwie auch kein... Was sind das? Machen wir das so. Die auch irgendwo kein Stromkabel brauchen, sondern so für immer leuchten. Weil sie es können. Übrigens, diese Lampen hier, was ich interessant finde, leuchten in dem Umfeld von einer Fackel. Wenn diese Deckenleuchten allenfalls als schlechter Witz zu bezeichnen sind. Ups, na gut, dann zählen wir hier noch. Hier in meinem Schlafzimmer habe ich auf jeden Fall noch was vorbereitet. Das werden wir vermutlich noch craften. Aber ich lasse mich soweit überraschen, wofür ich noch Zeit, Lust habe. Und ja. Ich mag diese Räume, Raumeinteilung des Hauses hier, aber ich werde mal sehen. Auf jeden Fall werde ich das alles ein wenig wohnlicher gestalten, wenn ich überall ein bisschen kleinere Raumeinheiten einfüge. Auf jeden Fall brauche ich... Na gut, da drüben ist mein Bad. Ich brauche eine Küche, ein Wohnzimmer... Schlafzimmer und Bad habe ich schon.
Dann ein Verarbeitungsraum, eine Werkstatt. Hier zum Beispiel ist mein Schlafzimmer. Na denn. Ja. Da fehlt noch ein bisschen Wolle. Hier kommen Schränke hin. Da ein Tisch, Stuhl. Ja, und mehr brauche ich in meinem Schlafzimmer nicht. Ach ja, was würde ich dafür geben, wenn ich in Wirklichkeit so ein Haus hätte? Natürlich im fertig gebauten Zustand. Dann hätte ich noch oben und unten zwei Bäder insgesamt. Zwei Schlafzimmer vielleicht. Eine Werkstatt. Ja, das hätte was. Wenn man sowas im realen Leben hätte. Gehe ich jetzt zum Haus? Ja. Okay. Ach ja, die Minimap erspart mir viel Ärger. Na los, hauen wir uns ins Bett. Brav. Und gut. Hier ist nämlich meine unendliche Schneequelle. Ich bin noch am Überlegen, ob das mir was in dem anderen Haus bringt. Und mich würde interessieren, ob mein Schnee schmelzen kann. Aha, mein Hütchen ist weg. Toll. Wie habe ich das denn geschafft, na. Kommen wir erstmal hier diese grünen, was auch immer es um. Na, wie gut, dass das aus Bruchstein war. Okay. Da haben wir einen Endermops und einen Creeper. Ein Krepper. Ja, und da war er. Ups, ja, da war er kaputt. Das Gute daran ist, seitdem ich dieses nervtötende Item verlieren ausgeschaltet habe, dass ich auch meine EXP nicht verliere. Ach, das war so nervtötend, jedes Mal zurückzulatschen. Aber so ist das dann halt. Okay. Hä? Oh nee, nee. Mag es ja nicht. Hau ab! Na, ganz toll. Pff, warum habe ich jetzt so viel Schaden gekriegt? Ich mach die Mistkerle alle. Das ist das Letzte, was ich tue. Oh. Alter. Kein Wunder, wenn ich so viel Schaden kriege. Erst lässt er mein Schaf raus und dann so was. Auf jeden Fall machen wir erstmal das hier weg. Weil ich keinen Bock mehr habe, mich ewig mit dem Schaf zu ärgern. Weg mit dir. Und mir fehlt leider noch ein bisschen Schleim. Um eine Leine zu craften. Damit hätte ich das Ding wieder da reingeholt. Keine Ahnung, warum die Schafe bei sowas so flüchtig sind. So ist das dann halt. Naja. Dieses Haus werde ich übrigens so lassen, wie es ist. Das ist durch Mankind's Mark entstanden, wie man eigentlich ja schon in meinen vorigen Folgen sehen konnte. Ja, ich habe es noch einfach in der Vorbereitung etwas aufgehübscht. Gut, die Grundstruktur ist immer noch erkennbar, aber naja, wie dem auch sei. Färben wir uns erstmal noch ein bisschen Teppich. Haben wir noch genug? Naja, wie dem auch sei. Dieses Haus bleibt so, wie es ist, größtenteils. Vielleicht kommt da noch was anderes hin, aber das hier ist mein Lager. Und das andere mache ich zu meiner Hauptbehausung. Okay, das wäre das alles. Was haben wir hier? Ah, noch ein bisschen Hammel. Gut, dann auf die Treppe und... Ja, machen wir uns noch eine Steindruckplatte. Ach so. Okay, funktioniert zwar nicht so, wie ich dachte. Ach ja, stimmt, das funktioniert mit normalem Stein. Mein Fehler. Entschuldigt. Habe ich jetzt irgendwo normalen Stein? Gut, jetzt aber. Okay.
Dann will ich mal ausprobieren, wie dieser. Zack. Ich bin am Ausprobieren, wie der normale andere Weg funktioniert. So weit. Wollen wir uns das mal gefallen lassen. Und zack. An sich wäre das keine schlechte Idee, weil man in dieser Minecraft-Version ja nicht. Man kann ja keine normalen Pfade machen. Hallo, guck mal. Das passiert, wenn ihr abhaut. Jetzt ist ein Teil von euch in mir. Ich habe das Schaf in mir. Da ist ein Tier in mir. Es ist das Faultier. Kann man es so sagen? Oder? Naja. Wir führen erstmal hier den Weg lang. Hübsch. Ja. Aber ich muss mal sehen, ob ich... Na doch. Auf jeden Fall baue ich hier noch mein Grundstück soweit grün aus. Mit dem entsprechenden Grünzeug. Aber ich denke mal, da bei meiner Villa ist noch genug. Dann noch hier lang. Und dort lang. Okay. Das hätten wir dann. Was ist das? Ach so. Da haben wir soweit vorbereitet. Den hau ich jetzt kaputt. Wo ich nicht mag. Ich verstehe nicht, was diese Swordmen sind. Die sind mir noch nie vorher in 1.8 begegnet. Und ich weiß nicht, von welcher Mod... von welcher Mod die jetzt Teil sind. Aha, dieses Grunzen der Fieder im Untergrund hat anscheinend Schmerzen. Gut. Keine Ahnung, woran der kaputt geht. Okay, jetzt ist er tot. Tja, das hat er nun davon. Na denn. Mich würde wirklich interessieren, woran der da unter kaputt gegangen sein kann. Weil frei bewegen konnte er sich. Ist er irgendwo festgeklemmt? Naja, selber schuld. Okay, hier habe ich das schon. Na gut. Auf jeden Fall habe ich jetzt die Steindruckplatten für mein Schlafzimmer hergestellt. Müsste das so sein, wenn ich mich recht erinnere? Naja. Falls ich es noch nicht gesagt habe, aber hier in diesem Abschnitt mit meinem Schlafzimmer gibt es nur 2 Meter Wände. Weil sich das Dach schon von der oberen Ebene der Fußboden ist. Und damit das wenigstens eine vernünftige Größe hat, haben wir das halt so gemacht. Und hier bei meiner entsprechenden Furniture Mod. Aha, ein Tisch. Ah, da ist halt mein Steintisch. Es muss doch irgendwo ein Holztisch geben. Erstmal den Stuhl. Ein kleines Haar. Wo haben wir den Tisch? Und mich würde interessieren, wie das mit dem Fernseher funktioniert. Und ein großes T für den Tisch. Na denn. Außerdem noch ein paar Schränke. Und dafür brauchen wir schön viel Holz. Und ich denke mal, ich werde es dann soweit belassen, wenn ich erstmal mein Schlafzimmer fertig habe. Und ja, am Ende will ich eine schöne Villa haben. Eine moderne Villa. Eine schöne moderne Villa. So, okay, da habe ich mir anscheinend verzählt. Naja. Mein Kehr. Was kann damit nur gemeint sein, mit mein Kehr? Bestimmt nicht das große schwedische Unternehmen zur allgemeinen Einrichtung der Häuser. Mit seltsamen auszusprechenden Wohnungsmöbeln. Einrichtungsnamen. Oder auch nicht. Mal sehen. Hier das Tischchen. Und das Tischchen. Okay. Das soll es dann soweit gewesen sein. Ich bedanke mich für euer Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Und jawohl. Und tschüss.